Hallo ihr Lieben, ich bin Melina von dem Videoclip Dancer des Tussande und auch ich habe heute einen Partytanz für euch, den ihr ganz einfach zu Hause nachlernen könnt. Ihr kennt ja bereits unser Motto, wir tanzen trotzdem und genau deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an mit den Schritten und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir beginnen mit den Schritten, dafür drehen wir uns zuerst nach links. Nun gehen wir mit einem Wechselschritt nach vorne. Wechselschritt, drehen uns nach rechts und wieder Wechselschritt, drehen uns jetzt über die linke Schulter, bis wir wieder nach links gucken, drehen, 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 drehen und machen nochmal einen Wechselschritt. Nun gehen die Hände in die Hüfte und wir gehen mit dem rechten Bein raus, nach links, wieder nach rechts, kurze Pause, nach links, nach rechts, nach links, wieder eine kurze Pause. Um nach hinten zu kommen, laufen wir nun drei Schritte nach hinten. Und vier ist ein Pferdchensprung. Die Arme gehen von unten nach oben mit. Also 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Auch hier gehen wir wieder. Rechts, links, rechts. Pause, links, rechts, links, Pause. Hier angekommen stehen wir ein bisschen in der Grätsche. Und der rechte Arm geht zuerst nach links auf die Schulter, nach rechts wieder hoch. Und wir gehen mit der Hüfte ein bisschen mit. Das gleiche auch mit der linken Seite. Links, links, links nach oben, Hüfte, Hüfte. Nun gehen wir mit dem rechten Arm nach unten und das rechte Bein geht zur Seite raus. Runter, hoch. Das gleiche machen wir dann auch immer mit der anderen Seite. Nun kommt der rechte Arm nach oben und das rechte Bein hoch. Das heißt hoch, tief, nun auch wieder mit links, hoch, tief. Wir stehen wieder etwas in der Grätsche, die Hände sind wieder an den Beinen und wir gehen im Höhenunterschied mit Hüfte wackeln zur Seite. Also hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Genau, da könnt ihr erstmal ein Gefühl für bekommen, für dieses Hoch und Tief gehen. Nun sind wir auch schon beim Refrain angekommen. Dafür gehen wir mit dem rechten Arm raus, das Bein geht mit, links und wir kicken nun mit rechts nach vorne und die Arme kreuzen. Nun machen wir eine Drehung und setzen nach jeder Richtung das Bein ab und die Arme gehen dabei mit. Das sieht so aus. Absetzen, 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 absetzen. Nun gehen wir nach rechts, nach links und bewegen die Arme einmal in einem großen Kreis. Jetzt nach links, links, rechts. Kicken und absetzen, 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 links, rechts. Einen großen Kreis mit den Armen. Hier angekommen, gehen die Hände wieder vor die Beine und wir pushen nun mit der Brust nach vorne. Rechts beginnt. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Nun springen wir viermal und die Arme boxen jeweils mit nach oben. Also eins, zwei, drei, vier. Nun lassen wir uns mit dem rechten Bein zur Seite fallen und der Oberkörper geht mit. Der rechte Arm geht raus und wir ziehen uns zurück. Das gleiche auch mit der linken Seite. Raus, zurück. Nun gehen die Arme noch einmal von oben nach unten zurück. Jetzt nehmen wir nochmal den Refrain. Das heißt rechts, links. Kicken und absetzen, 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 absetzen. Rechts, links, einen großen Kreis. Das war die erste Strophe und der Refrain. Und das gleiche kommt jetzt nochmal. Danach sind wir bei der Bridge angekommen und der ist ein bisschen anders, der Teil. Wir lassen uns mit rechts nach vorne fallen und der rechte Arm geht dabei vor das Gesicht. Wieder zurück. Das gleiche auch mit links. Nach vorne, zurück. Nun gehen wir wieder raus, ziehen uns ran, raus, ziehen uns ran. Jetzt machen wir einen V nach vorne, mit rechts beginnt und die Arme gehen jeweils zur jeweiligen Seite mit. Das heißt rechts, links, rechts, links, jetzt gehen die Arme hoch, rechts, links. Das gleiche kommt jetzt nochmal. Also nach vorne fallen, vorne, sehr gut. Seite, ran und ein V nach vorne und die Arme gehen jetzt dabei hoch. Hier angekommen kommt auch nur noch ein letzter Teil. Das heißt, wir drehen jetzt unseren Arm raus. Und wieder rein. Also er dreht sich ein bisschen. Dabei geht der Oberkörper ein Stück nach vorne. Also drehen, drehen, drehen,
drehen. Das rechte Bein kreuzt nun vor dem linken. Die Arme gehen dabei mit. Wir öffnen und drehen uns nun über die linke Schulter und nehmen die Arme dabei einmal mit. Das gleiche auch nochmal mit der linken Seite. Also raus, 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 raus. Kreuzen, öffnen, drehen, stehen. Nun kommt nochmal der Refrain, hinter die Bridge gesetzt und damit ist das Lied auch schon zu Ende. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember. Chico Toucan went from the blocka blocka open locker where them boys get loose like Waka Flocka. Now I'm as global as soccer. Lale Flocka, I wanna be your guy, no, not your dada. Dale abre ahí, papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito. Yo fresco, no, okay, ven un poquitito. DJ.